Ich habe hier tatsächlich ein neues Bronzegefäß gefunden, beziehungsweise einen neuen Typus von Bronzegefäß. Dies ist ein Diao, Diao sowie Ecke, stammt aus der westlichen Zhou-Zeit. Und das ist ganz interessant. Also ich kenne bis jetzt an drei Füßen halt, wie gesagt, dieses Ding, das meistens relativ groß und wuchtig ist und für Fleischopfer gebraucht wurde. Dann gab es noch Dür und es gab es noch Tja, die sich relativ ähnlich sahen, die diese pilzförmigen Aufsätze hatten und diese langen Tüllen. Und es scheint offensichtlich auch noch dieses Diao zu geben. Ich fange aber erst mal unten an. Das ist wie gesagt dreifüßig. Die Füße sind relativ spitz, laufen leicht nach außen aus. Und auf der flachen Außenseite dieser Füße, die im Querschnitt dreieckig sind, ist ein Dekor angebracht. Einmal ein einrahmendes dreieckiges oder spitz zulaufendes Dekor, das aus parallelen Streifen besteht. In der Spitze des Dreiecks, das dieses Dekor bildet, nochmal ein Dreiecksdekor aus ein sehr langgezogenes mit Streifendekor und darüber ein nahezu rechteckiger Anteil an Dekor mit Leiwen. Kommen wir zum Gefäßkörper, oder war gerade eine böse Reflexion. Man kann es leider nicht so gut sehen. Ich fange dann erstmal mit dem Henkel an. Also der Henkel ist im unteren Teil undekoriert. Im oberen Teil sieht man einen Tierkopf. Sieht aus wie ein Rind wahrscheinlich. An der Seite sind Öhrchen, vorne sieht man zwei Augen. Und die für Rinder oder Ochsen oder ähnliches typische breite Nase mit den Nasenlöchern. Das ist auch gleichzeitig die Zentralachse für ein Tautiermuster. Man sieht links neben, ich versuche mal wieder mit dem Finger davor zu gehen, hier ein Auge und darum angeordnet wieder verschiedene Wellen- oder Mäandermuster, die den Rest dieses Tautier andeuten könnten, aber nicht unbedingt müssen. Wie gesagt, bei dem Tautierdekor ist es immer schwer. Manche sind halt sehr offensichtlich an irgendwelche Tiere oder Gesichter angelehnt. Da sieht man dann Hörner oder Füße oder ähnliches. Aber hier ist es recht dezent. Also man sieht halt eindeutig dieses Auge, dieses hervorstehende Knopfauge, das dann nochmal durch Augenlider begrenzt ist. Aber ansonsten lässt sich von einem Gesicht oder einem Körper relativ wenig erahnen. Die Gefäßlippe ist relativ schwer zu beschreiben, ist halt von der Seite gesehen halbmondförmig, läuft spitz um. Insgesamt ist der Querschnitt der Lippe wohl mandelförmig, in dem Sinne, dass wenn man sich das halt so vorstellt, dass die Mandel zwei spitze Seiten hat. Normalerweise hat eine Mandel ja eine runde und eine spitzere Seite, aber hier eine Mandel mit zwei spitzeren Seiten. Darauf ist ein Deckel, liegt ein Deckel, der ist etwas beschädigt und auch darauf sieht man andeutungsweise ein Tautiermuster, weil auch da wieder zwei Augenflecken sind. Diesmal sind aber die Augenlider noch stärker abstrahiert und auch das drumherumliegende sind halt so mäandrierende Muster, die auch noch von einem Leiwen, also diesem Donner- oder Blitzmuster, unterlegt sind. Ich habe es eben beim Gefäßkörper oder beim Dekor des Gefäßkörpers nicht gesagt. Auch dort gibt es einen Leiwen. Muss ich mal genau schauen. Die sind allerdings nicht identisch. Das ist öfters so, wenn man Leiwen-Dekor hat, dass das in verschiedenen Dekorzonen nicht identisch ist, sondern dass halt für verschiedene Dekorzonen dann auch verschiedene Ausführungen von Leiwen benutzt werden. Es gibt hier eine Infotafel, die einem sagt, dass dieses Diao dazu genutzt wurde, um Alkohol zu erhitzen. Eine Vitrine weiter sehen wir wieder verschiedene Waffen, auch aus der westlichen Zhou-Zeit. Hierbei handelt es sich auf der linken Seite mit dem Stichblatt nach rechts gerichtet um Ge,
die hatte ich ja schon mal vorgestellt. Das war ja sozusagen die Standardwaffe der Bronzezeit in China, also von der Shang-Zeit bis zur Zeit der Streitenden Reiche. Rechts daneben mit der Klinge nach links gewandt, allerdings wahrscheinlich auch weniger zur praktischen Anwendung, sondern eher dekorativ gedacht, ein sogenanntes Di. Das Di ist eine Mischung aus Mao, also Speer, und Ge, also Hellebarde. Hat nämlich zwei Klingen, einmal eine zum Stoßen und dann noch eine zum Schlagen. Dies hier ist aber, wie gesagt, ich versuche mal näher ranzugehen, ohne zu viel zu wackeln. Wunderbar. Ist aber, wie gesagt, wahrscheinlich eher zu Dekorationszwecken genutzt worden oder für kultische Zwecke, wie man an dem Kopf oben erkennen kann. Oder auch an dem Dekor der Klinge selber, da finden wir Rinderköpfe vor. Und zwar, das ist ein bisschen einmal hier und einmal hier. Es ist ein sehr fein gearbeitetes, kunstvolles Stück und deswegen wahrscheinlich nicht für den praktischen Gebrauch gedacht, sondern für den repräsentativen. Als nächstes ein Set von Bronzeglocken. Man hat Bronze also nicht nur für Schmuck oder Waffen oder Gefäße benutzt, sondern auch zur Herstellung von Musikinstrumenten. Dieses hier sind Zhong-Glocken und ein solches Arrangement von Glocken, hier haben wir 9, bezeichnet man als Bian-Zhong. Und die stammen aus der Zeit der Frühlings- und Herbstperiode, pardon für das Abknicken gerade, also nicht aus dem Höhepunkt der Schaffenszeit oder der nicht aus dem Höhepunkt der Bronzekunst in China. Die shangzeitlichen Glocken sahen schon genauso aus, also mal ganz kurz vorweg. Chinesische Glocken haben eine ganz charakteristische Form, die sind nämlich auch mandelförmig und zwar wieder auf so eine Art und Weise mandelförmig, als wenn eine Mandel zwei spitze Ecken hätte. Und man kategorisiert die in zwei Typen, nämlich einmal Glocken, die man von innen anschlägt, die haben da so eine Bimmel drin und heißen Ling. Und einmal in Glocken, die man von außen anschlägt. Und das hier sind welche, die man von außen anschlägt. Und während der Shang-Zeit war es so, dass die Bronzegießkunst so weit entwickelt war, dass man die Glocken so gut hat gießen können, dass sie zwei Töne produziert haben. Ich werde jetzt mal mitten auf eine Glocke draufhalten, nämlich auf diese hier. Da sehen wir ja dieses Knopfmuster in drei Bändern, je Seite übereinander. Dazwischen ist ein undekorierter Teil. Und in der Mitte zentral ist auch nochmal ein undekorierter Teil. Und dieser undekorierte Teil ist die Anschlagfläche. Und da wird der A-Ton erzeugt. Und die shangzeitlichen Glocken, die konnte man auch noch an der Seite anschlagen. Dann haben sie anders vibriert und einen anderen Ton abgegeben. Und das war dann der B-Ton. Das Wissen darum, wie man solche hochwertigen Glocken herstellt, ist dann natürlich verloren gegangen. Entsprechend können die nur einen Ton erzeugen, nämlich an der freigelassenen Anschlagstelle. Es findet sich ja ein unregelmäßiges Wellendekor in diesen waagerechten, undekoriert scheinenden Streifen. Ich gehe mal ein bisschen in die Richtung. Hier kann man es eventuell erahnen. Oder bei der Glocke kann man es vielleicht sogar sehen. Es gibt da halt ein Leyland-artiges Muster, aber nicht so meandrisch, sondern eher unregelmäßig, als wenn man verschiedene, wie soll ich das sagen, verschiedene solche Würmer von Knetgummi aufeinander gesteckt hat. Also irgendwie rundlich und dann an verschiedenen Ecken abgewinkelt, allerdings nicht ganz eckig abgewinkelt, sondern halt so ein bisschen abgerundet. Auch unten an den Glocken, daran erkennt man, dass sie alle zu einem Set gehören, findet man ein Dekor. Da gehe ich mal am besten zurück mit dieser.
Es lässt sich ein bisschen schwer sagen, was das sein soll oder sein könnte. Es ist auf jeden Fall symmetrisch aufgebaut und besteht auch aus verschiedenen Streifen. Man kann jetzt direkt irgendwie kein Auge erkennen, deswegen wäre es vielleicht zu viel gesagt, ein Tautier-Dekor da rein zu interpretieren. Also das glaube ich in diesem Fall ausnahmsweise mal nicht. Normalerweise haben Tautier, so vielfältig sie auch sein mögen, eigentlich immer diese charakteristischen Augenflecken, die hier einfach fehlen. Aber trotzdem auffallend ist dieser parallele Aufbau auch in den verschiedenen Schichten übereinander. Also man hat ja das Gefühl, dass die untere Ebene aus diesen weit nach außen reichenden Dekorteilen besteht. Es geht bestimmt nicht gut, wenn ich mit dem Finger davor gehe, weil der Abstand zu klein ist. Hier. Man hat das Gefühl, dass die erste Ebene ist. In der Mitte die zweite Ebene. Und dann obendrauf noch so eine Art Bedeckung, die halt in so auslaufende, rundliche Hörner ausläuft und oben etwas wuchtiger ist. Und hier auf der anderen Seite haben wir auch wieder so ein, ja, so eine Schleife oder so ein Horn, könnte man sagen. Ebenfalls dekoriert ist die Aufhängung. Da findet sich dann auch wieder, ja, ein Leyen-ähnliches Muster. Das sieht ähnlich aus wie Kettenglieder, die ineinander greifen. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Als nächstes wieder eine durchbrochen gearbeitete Schmuckplatte oder Plakette aus Bronze. Die ist ganz ähnlich der, die wir im Nisha-Boruban gesehen haben. Auch hier sieht man wieder kämpfende Pferde. Man hat wieder eine diagonale Achse, die über den Rücken des rechten Pferdes von links unten nach rechts oben läuft. Und man sieht wieder eine große Dynamik in dieser Kampfhandlung mit diesen beiden Tieren, die miteinander streiten. Das linke Pferd steht nicht mal mit einem Bein auf dem Boden, während es gebissen wird. Das rechte Pferd kniet nach unten oder beugt sich nach unten. Das sieht leicht unnatürlich aus, würde ich sogar sagen, weil ich ehrlich gesagt noch nie ein Pferd habe niederknien sehen. Aber ansonsten ist das Stück formal sehr ähnlich dem, das wir schon im anderen Museum gesehen haben. Der Rand dieser Plakette ist mit einem Wellendekor versehen oder mit einem Rankendekor, wobei das halt einfache Ranken sind, nicht irgendwie mit Blättern oder Blüten oder sowas versehen, aber ich finde, es sieht eher aus wie ineinander rankende Zweige oder Ausläufer von irgendetwas, wobei aber ansonsten keine floralen Elemente, wie halt wie gesagt Blätter oder Blüten, angedeutet sind. Bevor ich die vorchristliche Zeit verlasse, hier noch in der letzten Vitrine der bronzen Vogelköpfe bzw. vogelkopfförmiger oder ähnlicher Schmuck. Wenn ich mir das anschaue und die Schnäbel und so weiter und so fort, muss ich sagen, dass mich das spontan doch an die Vogelköpfe aus Sanxing Dui erinnert, die auch diese sehr wuchtigen und eckigen Schnäbel haben. Die hier sind ein bisschen abgerundet, okay, aber nichtsdestotrotz sind die ja sehr, sehr wuchtig und sehr auffällig und auch sehr groß im Verhältnis zum Rest des Vogelkopfes. Und auch, dass es kein gerader Schnabel, sondern so ein Hakenschnabel ist, erinnert mich doch sehr stark daran. Die gehören zur Shading Wenhua. Das war wohl eine lokale Kultur hier in der Umgebung von Lanzhou. Und die existierte ungefähr 1000 vor Christus bis 500 vor Christus.